nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute Abend wieder bei timetodo.ch dabei sind. Heute beschäftigt sich unsere Sendung wieder mit einem meiner Lieblingsthemen: gesund sein. Wie kann ich gesund bleiben, indem ich das Einfachste mache, was der Paracelsus schon vor vielen, vielen Hunderten von Jahren gesagt hat, wenn unsere Lebensmittel unsere Heilmittel werden. Also, es geht um Produkte, die wir zu uns nehmen können und die nach den Aussagen zumindest nicht für uns schädlich sind. Ob sie die Gesundheit verbessern, das lesen Sie am besten nach auf den entsprechenden Seiten, wo das erklärt ist im Internet. Und dazu begrüße ich heute den Mann, wo ich zum Beispiel Moringa kennengelernt habe. Freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Christoph Hofstetter von kräuterbär.ch. Guten Abend, Norbert. Freut mich, dass ich da bin. Du, wir hatten uns kennengelernt auf der Lebenskraft. Letztes Jahr hattest du den Stand genau hinter unserem. Ja. Und wie gesagt, bei der ersten Messe, wo wir noch keinen Stand hatten von Time to Do, habe ich schon bei dir Gummibärchen gekauft. Jetzt guckt natürlich jeder und sagt, wie war's, Gummibärchen? Ja, Gummibärchen und Gummibärchen ist nicht das Gleiche. Ich fange gerade mal damit an. Das sind zum Beispiel Gummibärchen, die ich esse. Ich bin auch ein kleines Schleckermaul und nasche gern, aber nicht übertrieben. Und vor allen Dingen gucke ich immer genau hinten drauf, was drin ist. Und das will ich jetzt gleich mal machen. Und wenn ich jetzt da drauf schaue, dann kann ich es nicht lesen. Dann gebe ich es dem Christoph, der kann es besser lesen. Also hier drin haben wir natürliche Vitamine. Von dem her ist alles mit natürlichen Zusätzen. Es hat nur Zuckerrohr drin, natürliche Aromenstoffe, natürlich vegan, was natürlich sehr wichtig ist für die Leute. Das heißt, keine einzigen E-Stoffe sind drin, keine klassischen Konservierungsmittel, keine Gelatine von Schweinen und sonst irgendwas. Der Grundstoff ist reines Fruchtmark wahrscheinlich. Ist Fruchtmark und Zuckerrohr, einfach ein bisschen die Süße zur Normalität. Mhm. Aber grundsätzlich ist es wirklich sehr empfehlenswert. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ihren Kindern etwas Süßes zu kaufen, ist bestimmt eine tolle Geschichte. Belohnung muss sein. Aber nicht auf Masse, nicht auf billig. Denn je mehr Zucker wir in den Körper kriegen, desto mehr baut unser Körper ab, weil Zucker unglaublich schwierig zu verstoffwechseln ist. Und natürlich, wir leben ja nicht von Zucker, sondern von vielen anderen Dingen. Und dann sage ich immer, lieber ein, zwei Franken mehr ausgeben. Und ich kann mit ruhigem Gewissen das meinen Kindern mitgeben. Und sie schmecken fantastisch. Probieren tue ich sie später. Kommen wir mal zurück zu dir. Christoph Hofstetter, Kräuterbär. Wie wird er aus Christoph Hofstetter Kräuterbär? Das ist eine ganz lange Geschichte. Also können wir es kurz fassen. Dazu einen Kräuterbär bekommen. Ich habe früher in der Gastronomie gearbeitet, habe, wie das so sein muss, eine Nickelallergie gekriegt. Und durch das muss ich mich umschulen. Habe gemerkt, dass ich da sehr viele Fähigkeiten habe. Unter anderem mache ich in Nambay ein bisschen geistiges Heilen. Und durch das bin ich nachher zum Therapeutischen rübergewandert, weil die Patienten immer, ja, nicht weitergekommen bin mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und das ist nachher Kräuterbär geworden. Ist entstanden durch den Kräuterbär. Es ist ein fermentiertes Kräutergetränk, das in Stralsund hergestellt wird. Ist ein kleines Biounternehmen, wo das in Eigenproduktion herstellt. Sehr gut fürs Immunsystem, Magen-Darm mit Milchsäurebakterien und 11 heilenden Kräutern. Jetzt muss ich nochmal da einhaken. Das heißt, du warst früher klassisch Küchenchef, Koch, Gastronomie. Ich war früher Koch und habe dann einmal mein Glück versucht zu kochen, aber es muss so nicht sein. Nickelallergie ist ja nichts Lustiges, weil natürlich viele Besteck und irgendwelche Dinge, mit denen du rumhantierst, jeden Tag ist Nickel drin. Das heißt, als du selber von dem Thema Gesundheit betroffen warst, hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen. Das muss ich nachher umsetzen, weil alles, was man anfasst in der Gastronomie, ist Chromnickelstahl, also rostfrei, ob es jetzt Besteck ist oder die Armaturen. Als man in Kontakt kommt, ist stark nickelhaltig und das wird dann halt der Körper sehr viel strapaziert. Mhm. Und dann ist, wann war das ungefähr? Wie lange bist du jetzt schon auf der Schiene mit diesen ganzen tollen natürlichen Produkten? Also mit den Produkten Kräuterbär-Shop alleine bin ich jetzt seit 2010 unterwegs und mit dem ganzen Heilen und gesunden Ernähren beschäftige ich mich schon 15 Jahre. Wie gesagt, als Nickelallergiker kommt natürlich noch Eisen und Spinat, also vom Hautarzt her kann ich nur noch
rotes Gemüse essen und sonst ist alles verboten, weil es eben so viel Chlorophyll drin hat oder Nickel, Kalium. Mhm. Kannst du es wieder in den Griff kriegen mit der Zeit? Meinst du, es geht wieder weg oder meinst du, es begleitet dich jetzt dein Leben lang? Es hat schon ziemlich gebessert. Ab und zu kommen wieder Begleiterscheinungen, je nachdem, was ich natürlich auch im Alltag mache. Wenn ich natürlich auch wieder was im Auto rumwerke oder irgendwas ein Gestell zusammen mache, schlägt das natürlich wieder aus. Und hat die Schrauben dann vernickelt oder ähnliches und schon ist wieder passiert. Was die Zusatzstoffe sind. Jetzt ist das ja hier lange nicht alles. Wie viele Artikel findet denn der Zuschauer, wenn er unter www.kräuterbär, so wie es eingeblendet wird, wenn der Christoph spricht? Notieren Sie sich Telefonnummer und Webseite. Wir werden jetzt ein bisschen über die Gesamtproduktvielfalt reden. Da können Sie wirklich bei einer Adresse schon wahnsinnig viel tun, um Ihre Gesundheit aufrecht zu erhalten. Jetzt fangen wir vielleicht gerade mal da so in der unteren Reihe an und gucken uns mal an, da sehe ich ja wahnsinnig viele Dinge. Du hast eben da drüben eine große hohe Flasche, die blaue, was ist da drin? Da haben wir ein gesundes Leindotteröl. Leindotteröl? Leindotteröl, ja. Leinöl kenne ich. Wo ist der Unterschied zum Leindotteröl? Leindotterblume ist sehr viel an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Das Leinöl hat Omega-3 und Omega-9-Fettsäuren. Und das Leinöl ist bei mir frisch gepresst, das heißt 3 Monate haltbar. Also sehr schonend gepresst natürlich. Mhm. Und was steht daneben? Dann haben wir das Moringa Produktlinie, was ich da dabei habe. Da haben wir zum Beispiel die Moringa Produkte im praktischen Streuer. Man kann hier praktisch die Dosierung verstellen. Man hat hier zum Beispiel 50% Papayakerne, 50% Moringa Pulver zum Beispiel. Das ist also quasi dann wie ein Gewürz zu verwenden. Auf die Pizza, im Salat, im Gemüse, wenn ich koche. Das kann ich überall dazu tun, wo ich halt diesen Geschmack will. Und jetzt sind wir ja schon bei meinem Zauberwort, Moringa. Der größte Moringa-Fan. Und ich kann den Zuschauern nur sagen, der Moringa-Tee, das ist ein Produkt, ich liebe ihn. 3 Tassen am Tag trinke ich und seit ich ihn trinke, muss ich sagen, haben sich einige Dinge wieder verändert und verbessert. Ich habe vor der Sendung mit dem Christoph drüber gesprochen und der Christoph erzählte mir sogar, dass Leute, die jetzt seit gewissen Zeiten dieses Moringa-Pulver, also man kann es in Kapselform, in welchen Formen kann ich es zu mir nehmen? Tee? Eigentlich so alles, man kann das Tee haben, das Blattschnitt, also das Blattpulver, du kannst es die Moringa-Samen zu dir nehmen, das Moringa-Öl sehr gut oder das Moringa allgemein, also dem her. Und dann natürlich noch die Pflegeprodukte, die wir hier ganz oben sehen. Oder neue Moringa-Kaffee, sehr schonend zubereitet. Haben wir ein Röstverfahren, wo 20 Minuten der Kaffee noch wie altertümlich her geröstet wird. Das heißt, er wird sehr magenfreundlich zubereitet. Und das her ist es eigentlich sehr angenehm für den Magen. Und es schmeckt übrigens sehr lecker, die Kaffee trinken. Und ganz wichtig auch noch zu sagen, der Winter kommt wieder, man ist draußen, es ist kalt, man geht von drinnen nach draußen. Wir kennen das von den Lippen her. Da haben die Frauen meistens diese blauen Dinger, die es in jeder Apotheke und jeder Drogerie an jeder Ecke gibt, die natürlich nicht die Stoffe enthalten, die gut für uns sind, sondern Stoffe, die einfach herzustellen sind, die gewisse Gleitfähigkeit haben auf den Lippen und am Schluss dann, oftmals gibt es verschiedene Berichte, die diese Dinge sehr in Frage stellen und auch von Suchtpotenzial sprechen. Und bei euch gibt es sogar einen Lipgloss aus Moringa. Du nennst es Lippenbalsam bei uns, ja. Lippenbalsam. Bleiben wir in deutschen Worten. Lippenbalsam. Dann habe ich gesehen, Moringa Zahnpasta, Moringa Körpercreme. Dann ist, was ist die kleine Dose da oben? Das ist eine Gesichtscreme gegen Antifalten, eine Moringa-Seife. Das andere kenne ich bereits selbst, Moringa-Shampoo, auch ganz toll. Weiter rechts in den Dosen. Dann haben wir sehr leckere eingemachte Paprika mit 5% Moringa-Blättern oder eingelegte Tomaten, auch mit Moringa-Blättern ganz eingelegt, frisch. Und mein Lieblingsprodukt gibt es im Moment leider nicht, und zwar die gerösteten Cashews mit Moringa. Das war der Wahnsinn. Das war eine Messeattraktion, habe ich extra mit Moringa mal zu versuchen, die Leute, dass man weiß, Moringa muss man nicht in Cups nehmen, man kann Moringa in den Alltag integrieren. Das heißt, man kann wirklich, wie gesagt, Moringa Cashewkerne machen oder man kann natürlich Moringa Pizza machen oder im Salat schmeckt das sehr gut. Also im Alltag einfach ins Müsli oder ins Smoothie machen und dann wirklich die Rohstoffe zu sich genießen. Und die Leute, die mehr darüber wissen wollen, das sehen wir dann, können natürlich das ganze Thema in einem Buch nachlesen. Das heißt hier, Moringa, der essbare Wunderbaum, verbessere deine Gesundheit und deine Lebensqualität.
Es ist wirklich, ich habe es gelesen, das Buch, eine Pflanze, ich glaube die Wurzel, die Rinde, die Blüten, die Blätter und diese Schoten, ist komplett alles verwertbar für den Menschen. Alles essbar. Und in einem anderen Bereich im Internet habe ich sogar einen Bericht gefunden, wo ein Ernährungswissenschaftler sagt, wenn wir theoretisch nur Wasser und Moringa Produkte hätten, also diese gerade Wurzelnrinde oder Moringa-Baum oder mehrere, kann man überleben 2 Jahre lang, ohne etwas anderes zu sich zu nehmen. Muss man sich mal vorstellen, was das für eine unglaublich tolle Pflanze ist. Und dann gibt es Menschen, die immer noch meinen, man müsste irgendwelche Tiere töten, um sie zu essen, um gesund zu leben. Das ist natürlich immer Hokuspokus und eine alte Überlieferung. Das ist das Thema, wie gesagt, Moringa, eine der unglaublichsten Pflanzen. Jetzt ist es ja bei uns, bin ich jetzt durch den Wald gelaufen und überall und habe keinen Moringa-Baum gefunden. Wo kommt das denn her? Es kommt ursprünglich aus dem Himalaya her. Also das heißt, bei uns findest du es nur im Wohnzimmer oder jemand, der ein Treibhaus hat oder deine Wohnung hat mindestens 15 Grad Außentemperatur, dann kannst du ihn in den Garten setzen. Und das ist leider zu kalt bei uns. Aha, das heißt, man müsste ihn, wenn man ihn zu Hause haben will, so halten, dass man im Sommer, also so Spätfrühling, rausstellt. Und wenn der Herbst kommt und es wird unter 15 Grad wieder in die Wohnung, muss er natürlich so schneiden, der wächst, glaube ich, 80 Zentimeter im Jahr. Habe ich das richtig im Kopf? 8 Meter im Jahr wächst er. 8 Meter? 8 Meter, ja, 35 Meter in der Freiheit. Also das heißt, wenn er schön 40 Grad hat, kannst du zuschauen, wie er 2 Monate 80 Zentimeter wächst. In 2 Monaten ja. 80 Zentimeter. Also für die Hobbygärtner unter uns, da müssen wir dann viel mit der Schere schneiden, dass der nicht durch die Decke wächst. Aber das wäre theoretisch möglich, das natürlich auch zu Hause zu tun. Und wer natürlich einen großräumigen Platz hat, so Wintergarten, das wäre natürlich ideal. Nur wie gesagt, wenn man ihn drinnen hat, dann muss er, und dann glaube ich noch, ist er nicht gern Einzelgänger, gell? Hat es gerne in der Gruppe, ja. Ist eine Herdenpflanze und ist gern pflegeleicht, wenn man eine Gruppe hat. Und dann vor allem ist es wichtig, dass man einen tiefen Topf hat, weil der Moringa lebt eigentlich in der Erde. Was wir sehen, ist eigentlich wie die Haare von Menschen. Also der Moringa-Baum ist eigentlich ein Wasserspeicher. Darum kann er auch lange überleben ohne Wasser. Und dann haben wir noch was Spezielles hier. Ich darf das auch mal nehmen. So sehen die Moringa... Samen aus. Also es sieht aus wie eine getrocknete Blüte, wenn man so hinschaut. Und da in der Mitte ist so ein brauner Kern drin. Was mache ich denn mit den Samen, außer wenn ich jetzt einen Baum pflanzen will, ist klar? Also wenn du keinen Baum pflanzen willst, kannst du natürlich frisches Öl pressen, wenn du eine Ölpresse zu Hause hast. Oder kannst du natürlich die Samen auch so essen. Man kann sie ein bisschen schälen, sind sie nicht so bitter. Mhm. Dann einfach kauen und essen. Und dann gibt es ja so unglaublich viele Inhaltsstoffe. Du hast das bestimmt besser im Kopf wie ich. Was schreibt man denn der Moringa-Pflanze zu? Was sind denn die Hauptwirkungsstoffe, die für unseren Körper gut sind? Also die Hauptwirkungsstoffe, Moringa hat sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und vor allem sehr viel Chlorophyll. Also zum Beispiel ein kleines Argument, das hat 25 so viel mal Eisen wie Spinat, sehr wichtig für die Frauen. Oder zum Beispiel, es hat sehr viel Vitamin C, es hat B1, B2 drin und sehr viele Flavonoide. Also ein rundherum gesundes Produkt mit, wie gesagt, gerade das Thema Eisen. Ich weiß, ich glaube, in Deutschland jede fünfte Frau leidet unter Eisenmangel. Wenn sie schwanger war vorher, sind es, glaube ich, sogar noch mehr unter den Schwangeren, weil immer dieses Thema Geburt viel, viel Eisen aus dem Blut zieht. Und dann gibt es immer weniger Eisen in den Teilen. Ich meine, früher hat man gesagt, Spinat hätte viel Eisen. Stimmt aber gar nicht. War null zu viel zu falsch gesetzt bei der Untersuchung. Das heißt 25 mal so viel oder umgekehrt, du brauchst nur ein 25stel Essen, hast die gleiche Menge, wie wenn du, wie gesagt, kiloweise Spinat in dich hineinschaufelst. Und das beim Popeye ist auch nur eine Legende, habe ich gehört. Das wäre eine Alternative. Du kannst natürlich das Moringa-Pulver, ist durch getrocknet. Also wenn du 1 Gramm Moringa-Pulver hast, hast du 10 Gramm frische Moringa-Blätter. Also von dem her ist nichts zu unterschätzen. Also wenn du denkst, mit 4 Gramm empfohlene Tagungsmenge hast du natürlich 40 Gramm frische Moringa-Blätter. Und das ist ein Riesenberg. Und isst du mal 400 Gramm Gemüse frisch. Ja, das ist genau, das hat schon was, ne? Was ist so auf einem normalen Beilagenteller? Was sind da drauf? Was sind 80, 100 Gramm. 80, 100 Gramm, so schätze ich auch. Das ist natürlich toll. Und wie gesagt, ich habe selber gemerkt, wie auch meine Dynamik uns so zulegt. Und ich meine immer dieses Thema Konzentration. Würde, seit ich das Moringa-Thema nehme, auch bin ich unglaublich straight im Kopf.
Ich kann es nur empfehlen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem Herrn aus der Südschweiz, der ich in ganz anderem Zusammenhang getroffen habe. Ich möchte jetzt den Namen hier nicht nennen. Und der hat auch vielfältige Beschwerden. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, damals war das kurz nach der Messe, nachdem ich den Christoph da schon interviewen konnte. Und dann habe ich ihm das empfohlen. Er hat das mittlerweile bestellt, hat das Buch gelesen und sagt, er wird mir auf jeden Fall schreiben, wie es ihm jetzt nach 3 Monaten ergangen ist. Und er war begeistert. Auch seine Frau nimmt die Kapseln. Wie gesagt, ich bin lieber ein Teetrinker, ich habe es nicht so mit Kapseln schlucken. Und er sagt, es ist irre, was da passiert ist. Also Moringa, das sollten Sie sich merken. Ich möchte jetzt nur nicht eine Reihe von Krankheitsbildern aufzählen, die es aus Berichten gibt. Erkundigen Sie sich selber, gehen Sie ins Internet, wenn Ihnen das nicht möglich ist. Wie gesagt, bestellen Sie das Buch. Ich glaube, es gibt es bei uns auch im Shop. Es gibt es im Time2Shop oder unter kräuterbär.ch. Genau. Wie gesagt, Sie haben auch extra die Telefonnummer da. Somit haben Sie auch eine Bestellhotline. Wenn Sie nicht über das Internet verfügen, dann können Sie gerne, wie gesagt, bei Kräuterbär direkt anrufen. Haben es direkt den Christoph, wenn es gut läuft, an der Leitung. Wenn jetzt alle Telefone frei sind, ja. Und können da natürlich dann sich auch noch ein bisschen beraten lassen. Aber bedenken Sie immer, er hat wenig Zeit, weil hunderte von Leuten anrufen. Diese Dinge, du bist, glaube ich, der Exklusivpartner von Moringa Teneriffa in der Schweiz? Ich bin ja fast Depot in der Schweiz. Es gibt auch ein Depot, also 3 Depots in Deutschland, 1 in Österreich. Und ich habe die Vertretung für die Schweiz übernommen, ja. Mhm. Also jeder, wo auch in Teneriffa, Moringa Garden EU, mit Moringa bestellt und per Vorauskasse bezahlt, wird es aus der Schweiz ausgeliefert. Das sehen Sie ja für die Internet-User auch auf unserer Website. Wenn Sie auf die timetodo.ch gehen, haben Sie rechts so ein Banner sitzen, so ein Feld. Wenn Sie da draufklicken, sind Sie da und können dort direkt bestellen. Sie bekommen die Ware aus der Schweiz. Wenn Sie anderes bestellen wollen, gehen Sie in den Time2Do-Shop. Dort können Sie neben anderen Produkten natürlich auch meinen Lieblingstee bestellen. Jetzt haben wir natürlich über Moringa hinaus, jetzt muss ich ja sagen, du allein, wenn man das nimmt, hat man ja schon viel, viel für sich getan. Aber ich glaube, viele Produkte, die du hast, sind auch so speziell. Wir wissen ja heute, wie wahnsinnig viele Leute zum Beispiel Magen- und Darmprobleme haben. Durch einfach Fastfood und minderwertige Ernährung. Und irgendwann fängt der Magen oder fängt der Darm oder überhaupt der Verdauungstrakt an zu rebellieren. Und dann gibt es auch ein paar gute Sachen. Was haben wir denn da oben? Du hast gerade von diesen fermentierten Säften gesprochen. Erstmal für mich, für einen Unwissenden, was heißt fermentiert? Das ist auch eine Verarbeitung. Es wird einfach das Ganze schonend verarbeitet. Das heißt, es wird das Ganze nach mit Hefe einfach aufgegärt und dann nachher schonend verarbeitet. Und das wird, die Hefe wird auf Zucker zugesetzt und das wird eigentlich das Ganze umgesetzt, dann nachher zu, also Zucker vergärt eigentlich zum Sauren und mit den Milchsäurebakterien ist es relativ dann ein basisches Getränk dann schlussendlich. Mhm. Und welche Geschmacksrichtungen, was ist da drin? Da haben wir einfach da die Heidelbeeren drin im Kräuterbär Standard, das ist einfach das Standardgetränk, da haben wir frische Heidelbeeren. 11 verschiedene Kräuter wie Kamille, Lindenblüten, Johannisbeer und sonst noch andere Kräuter, wo einfach dann nachher als Standardklassik sind. Und beim Goji-Kräuterbitter hat man noch zusätzlich Enzian und ein bisschen Goji-Beeren beigefügt. Wow. Und in dem Kleinen daneben, was haben wir da? Da haben wir was ganz Leckeres. Da haben wir ein Smoothie mit Apfel und Kiwi zusammen aus Traubenzucker gesüßt, also von dem her sehr gut auch verträglich für Diabetiker, weil es kein zusätzlicher Zucker beigefügt wurde. Auch Moringa für Diabetiker überhaupt kein Problem, ne? Das ist sogar empfehlenswert, also von dem her, Moringa heilt sogar Diabetiker zum Teil. Wow. Weil die gesunde Ernährung, die Mineralstoffe das Ganze wieder aktivieren. Das ist ja unser großes Problem. Hat ja vor kurzem der Ernährungswissenschaftler auch gesagt bei mir in der Sendung, unser großes Problem ist, unsere heutigen Nahrungsmittel enthalten nur noch Bruchteile von den Wirkstoffen, die sie mal vor 100 Jahren hatten. Und deswegen ist es nicht mehr ausreichend, nur sich gesund zu ernähren, sondern er sagte wörtlich, er würde niemand empfehlen, heute ohne Nahrungsergänzung, weil nicht mehr so viele Mineralien einfach in unseren Lebensmitteln vorhanden sind. Und da kommt er dann zum Kräuterbär. Ja.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir da natürlich auch so Dosen stehen. Ich sehe Aluminium nicht sehr gerne, aber es ist nun mal ein Zeitthema. Alle Getränke gibt es entweder in Flaschen oder in PET oder in Dosen. Hier haben wir jetzt zwei, was sind das für Getränke? Das haben wir einen Makaloka, das gibt es eigentlich schon lange, hat eigentlich Radsport eigentlich gesponsert. Das ist ein Maka-Getränk mit Mathe-Tee und Zitronensaft ein bisschen. Hat die Eigenschaft, dass es ein bisschen leistungsstärkend ist. Also wie ein Red Bull, einfach ein gesundes Red Bull. Einfach mit Zuckerrohr, Maka-Extrakt und Zitronensäure. Das ist die hier? Das ist die Klassik, ja. Diese helle Dose, Kamera haben wir gesehen, Entschuldigung Regie, ich habe nicht aufgepasst. In der helle Dose, wie gesagt, Maka Loco, auch diese Maka, soll man unter uns Männern, sagt man nach, dass es auch potenzsteigernd sein soll. Aber ich glaube, da müssten Sie jeden Tag 5 Liter trinken, wenn Sie da was merken wollen. Das gibt es natürlich auch in anderer Form. Wie kriege ich Maka noch? Kriegst du in Kapseln oder in Pulverform, natürlich ganz einfach zu nehmen. Mhm. Und auch ganz normal Nahrungsergänzung kann man über deinen Shop bestellen? Kannst du im Shop bestellen, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Also entweder einfach als Tablette gepresst. Oder aus Kapsel, wie du es gerne einnehmen möchtest. Muss ich mal so was Ketzerisches fragen. Hast du ein Produkt in deinem Shop, wo irgendwelche chemischen Zusatzstoffe drin sind? Ich denke nicht, muss ich gerade nachdenken. Ja, bei 450 Artikel ist es schon mal ein bisschen. Also chemisch hergestellt, ja, vielleicht eben das Cellophan oder Aluminium, aber Produkte, Zusätze, hat es eigentlich nichts drin. Also du achtest sehr darauf, aufgrund deiner eigenen Lebenserfahrung, dass die Dinge, die, gut, kannst du nicht umgehen, wenn die Dose so ist, ist sie halt so, dass in den Produkten aber keine synthetischen, keine künstlichen, keine chemischen Stoffe drin sind, sondern dass es so natürlich wie irgend möglich verarbeitet wird. Natürlich kann der Christoph auch nicht Gesetze aushebeln. Das heißt, es ist ja oft vorgeschrieben, dass ein Konservierungsstoff drin sein muss, aus dem Lebensmittelrecht heraus. Da gibt es noch, glaube ich, Zitronensäure als Alternative. Das gibt es vielfach, ja. Zitronensäure, um man natürlich dann eben konservieren kann. Genau. Einer von wenigen, wo man Haltbarkeit machen kann, natürliche Sache. Mhm. Oder sterilisieren, das ist schon wieder eine Verarbeitung danach. Ja. Wenn wir da ein Stückchen weitergehen, da haben wir so Tüten, sind sehr bunt. Und da, was finde ich jetzt? Da ist eine Tomate drauf. Da haben wir zum Beispiel jetzt die Tomaten, wie du hast, sind 300 Gramm frische Tomaten drin, getrocknet mit Basilikum angereichert oder rote Beete oder Randen, wie wir Schweizer sagen. Hast du auch 300 Gramm Randen drin. Und das sind im Prinzip Chips? Das sind auch getrocknete Früchte, sind auch sehr lecker. Hast du einfach anstatt die Kartoffelchips, Makarottenchips. Mhm. Da sehen Sie die Auswahl im Moment im Bild, liebe Zuschauer. Und das ist auch wieder so eine Alternative. Wie gesagt, ich kenne das. Und auch ich bin früher durch den Supermarkt gerannt und habe einfach in das Chipsregal reingegriffen. Schauen Sie mal hinten drauf, was drin ist, dann überlegen Sie sich das. Und dann, Randen ist wie gesagt sowieso eines meiner Lieblingsgemüse. Sehr gesund, habe ich irgendwo mal gelesen. Und da gibt es jetzt diesen Querschnitt. Jetzt drehen wir gerade mal die Kamera neben mich. Da habe ich ja was stehen, was sich auch so anhört. Was ist denn da, was ist denn hier der Unterschied? Das ist der Unterschied, da hast du einfach Bioqualität in der Hand, ist im Prinzip das gleiche System, hast du auch gefriert getrocknete. Hier die roten sind auch nur die Beeren und die gelben hast du auch nur Banane, Apfel, Mango und Ananas und die grünen hast du beide Auswahl. Dann hast du die Sauerkirschen, Himbeere. Also es sind im Prinzip getrocknete Früchte. Es sind gefriergetrocknete Früchte und Gemüse. Also Gemüse, Anführungszeichen, Apfel und, also kann man Früchte sagen, ja. Ja, getrocknete Früchte, die ich einfach in so praktischen kleinen Döschen habe, das kennen wir auch. Das ist so für mich immer der Snack, der steht auf meinem Schreibtisch. Und manchmal kommt es dazwischen nach in einer Denkpause der kleine Hunger. Und bevor ich dann irgendwie ein Stück Schokolade oder wie gesagt irgendwas anderes reinschiebe, esse ich immer das in unterschiedlichen. Also mein Favorit ist der hier. Der schmeckt ganz lecker. Und auch das finden Sie natürlich im Shop. Jetzt dürfen wir ja hier, weil wir keine Werbesendung sind, nicht über Preise sprechen. Aber wir dürfen ja eins sagen, also es ist nicht so, dass ich jetzt da tief in die Tasche greifen muss. Es liegt so im Paar-Franken-Bereich, so viel darf ich sagen, und ist eigentlich nicht so, dass man es sich nicht leisten kann. Also man kann sich auch natürlich ernähren. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, liebe Zuschauer, den viele vergessen. Wenn Sie sich
ernähren, dann schreit Ihr Körper Hunger. Nicht, wenn er Füllmaterial will, sonst würde das Schild Pommes auftauschen oder tauschen oder Nudeln. Nein, er schreit eigentlich, wenn er Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren oder Vitamine braucht. Und Vitamine kann er zum großen Teil selbst herstellen, vorausgesetzt, er hat die richtigen Mineralien. Das bedeutet, wenn Sie sich so ernähren, mag das vielleicht etwas teurer sein. Aber im Endeffekt stellen Sie fest, dass Sie viel weniger essen und somit viel weniger Füllmaterial kaufen müssen. Also ist es vielleicht am Anfang, bis die Umstellung da ist, etwas teurer. Aber ein dritter Punkt, den man nicht außer Acht lassen soll, ist natürlich nicht nur der Geldbeutel und das körperliche Wohlergehen, sondern wenn Sie diese Produkte essen, haben Sie auch eine ausreichende Nährstoffversorgung. Und darauf kommt es doch letztendlich an, dass unsere Körper gut versorgt sind. Und der Christoph mit dem Kräuterbär achtet da sehr drauf, dass es ein breites Sortiment ist. Wir haben jetzt gehört von Säften, über Öle, über Pulver, über Gewürzzusätze, Blüten, Tees. Also ein sehr breites Sortiment und egal, was mir gerade so ansteht, stellen Sie sich vor, in Ihrem Büro, wo Sie arbeiten. Sie können an die Teeküche gehen, machen sich einen tollen Moringa-Tee, mittags zum Essen steht auf dem Tisch nicht irgendeine Streuwürze mit einem Haufen Glutamaten und sonst ein Mist drin, sondern da stehen verschiedene Würzstoffe mit Moringa-Pulver. Ne? Gibt's zum Beispiel Moringa-Brühe, zum Beispiel vegane Bujo, also Anführungszeichen eine Brühe, ja, die du natürlich auch so trinken kannst, natürlich, wenn du im Büro bist, vor allem sehr gesund, ist es sehr interessant. Und wie gesagt, da kannst du auch mitnehmen, hast 200 Gramm Früchte in der Dose, also ideal für unterwegs. So, und dann haben Sie, wie gesagt, wenn Sie abends nach Hause kommen, sind Sie nicht gestresst und fertig, weil Sie immer dann, wenn Ihr Körper nach was ruft, ihm wirklich ein gesundes Produkt zugeben und er wird es Ihnen danken, indem er perfekt funktioniert. Und das ist ja heute das Allerwichtigste. Und wenn Sie heute an einem Punkt sind, wo Ihr Körper nicht mehr so perfekt funktioniert, dann kann ich nur aus eigener Erfahrung empfehlen, holen Sie sich Moringa-Produkte, die werden wirklich Ihnen einen Riesenschritt nach vorne machen. Und dann gehen Sie mal so Zug um Zug und Tag für Tag, wenn Sie so Ihre Speisen zubereiten, durch und drehen Sie das um und schauen einfach mal hinten drauf, was drin ist. Und je mehr natürliche Stoffe Sie zu sich nehmen, desto besser kann Ihr Körper funktionieren. Ist ja eine alte Geschichte. Er muss sich nicht totarbeiten und muss nicht ewig Eiweiße aufspalten und was weiß ich. Nein, er hat das, was er sofort verarbeiten kann. Bevor wir in die Pause gehen, habe ich jetzt da unten noch was gesehen. Ich darf mal den großen grünen Sack da rausholen, darf ich dir mal geben. Was ist das denn? Das ist was ganz was Tolles. Da haben wir Erythrol, das heißt, wir haben Zuckerersatz für Diabetiker. Das heißt, wir haben eine frische Zuckerrübe, die fermentiert wurde, schon wie das Wort fermentiert. Das heißt, es wird der Zuckeralkohol rausgewonnen und dann hier zum Beispiel als Kristallzucker verarbeitet oder als Puderzucker, dann fein gemahlen, kannst du verwenden wie normales Zuckerersatz, wenn es steht 100 Gramm. Und keine Kohlenhydrate? Keine Kohlenhydrate, da es der Zuckeralkohol ist, hast du keine Kohlenhydrate mehr. Das wird direkt in der Bauchspeicheldrüse also durchgelassen, also hat der Körper gar keine Chance, das aufzunehmen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, sollten Sie das Thema Diabetes für sich vereinnahmen müssen, weil Sie daran leiden, das wäre eine tolle Alternative und Sie können auch süß bleiben. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbepause. Wasser. Reines, frisches, lebendiges Wasser. 5 artesische Quellen, in denen das reife Wasser aus eigener Kraft an die Oberfläche der Erde tritt. St. Leonhardsquell, unser Lebenselixier. Probieren Sie es. Quelle St. Leonhards, Lichtquell, Sonnenquell, Mondquell zum Wohlfühlen. Schon sind wir wieder zurück im Studio bei der Firma Kräuterbär. Christoph Hofstetter heute bei uns zu Gast, der uns eine Reihe 450 Produkte insgesamt vorstellt, die alle gesund sind, in Anführungszeichen, und natürlich dein Hauptanliegen, keine Zusatzstoffe, keine synthetischen, keine chemischen Zusatzstoffe, soweit sich das vermeiden lässt. Also er will jetzt nicht garantieren, bei 450 Produkte hat er das nicht immer im Kopf, aber so wie ich ihn kenne, denke ich, dass 99,9% ohne sind. Jetzt habe ich hier noch was ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben eben über diese Gummibärchen gesprochen und wenn ich mir das anschaue,
eine ganz tolle Geschenkidee auch, um was mitzubringen. Und es passt so sehr in das ganze auch esoterische Thema hinein und in das spirituelle Thema. Jeder kennt Buddha und er hat hier, hast du die herstellen lassen so? Nein, das hat ein kleiner Biobetrieb in Berlin hat das entwickelt, Arne Schäfer. Das ist ein sehr innovativer Jungunternehmer auch. Der hat eben, war auch leid, vegan zu leben und danach hat er eben die Buddha-Bärchen entwickelt. Es sind sogar vegan? Sind vegan, ja. Wenn die Kamera sich mal einfällt, da oben haben wir sie stehen. Die Buddha-Bärchen gibt es dann in dieser Verpackung, wie Sie das sehen. Das sind ungefähr 10 x 10 cm und da vorne sitzen sie und sehen richtig drollig aus und es ist auch noch ein schlauer Spruch immer dabei. Und jetzt gucken wir einfach mal. Zack. Sehr fruchtig, ist mit so einem typischen Gummibärchen, wie man das von großen bekannten Namen kennt. Sag du mal was. Die machen süchtig, jedenfalls. Von dem her, wirklich, es sind, es gibt ja auch die 500 Gramm Packung zum Beispiel vor dem Fernseher. Ist sehr gefährlich übrigens, schmecken auch sehr lecker. Kann man auf jeden Fall sehr genießen. Muss ich sagen, unglaublich toll im Geschmack, sehr, sehr fruchtig. Und ich möchte noch mal hinten drauf schauen. Da kannst du ein bisschen besser lesen. Jetzt geht's, haben wir es für alte Männer geschrieben. Gummibärchen ohne Gelatine für Vegetarier geeignet mit festem Biss und intensiv fruchtiger Note. Sirup, Zucker, nicht raffineriert, Geliermittel, Pektin, Frucht, Stoffkonzentrat, Apfel, Orange, Zitrone, schwarze Johannisbeer, Himbeere, Ananas, Säurungsmittel, Zitronensäure. Natürliche Aromen, färbende Frucht- und Pflanzenauszüge, Algen, Saftflor, Kurkuma, Holunder, Trennmittel, Sonnenblumenöl. Also, klasse. Und es geht, hat das Bio-Siegel drauf, Mind Sweets, also fürs Hirn ist es auch noch gut. Eine tolle Geschichte und auch ein tolles Mitbringsel. Also, wenn Sie irgendwo hingehen, zu Ihrem Süßen, der auch schon ein bisschen spirituell sich entwickelt hat, bringen Sie Buddha-Bärchen mit, fördert das Ganze. Ich darf es dir gerade wieder geben. Gehen wir noch ein bisschen weiter in das Regal oben drüber. Jetzt haben wir hier die Bio-Goji-Bären. Genau, das ist ja auch so eine Geschichte, die ich immer wieder höre. Was hat es denn auf sich mit diesen Goji-Bären? Also die Goji-Bären sind mal sehr gefährlich. 100 Gramm Goji-Bären haben 340 Kalorien, also auch sehr gut für die Linie zu achten. Hat sehr viele auch Metallstoffe drin, Vitamin B2, Vitamin E und 21 Spurenelemente zum Beispiel. Von dem her ist nicht zu unterschätzen. Die Chinesen sagen ihr, das sei gut für die Augen, Nachhalt. Also von dem her ist auch nicht zu verachten die Beere, aber mittlerweile auch sehr verbreitet. Mhm. Und tue ich einfach so essen, roh, ist das so wie Trockenfrüchte, wie man das Studentenfutter kennt, so in der Form? Du kannst wie Rosinen, sag immer, was du zwischen drei Fingern nehmen kannst, ist die Tagesportion, wo ich empfehle. Aber wie gesagt, wenn du viel Hunger hast oder viel mehr, dann kannst du auch ein bisschen mehr essen. Also es schadet bestimmt nicht. Schadet nicht? Außer dem Hüftengold. Man hört es heute, man hört es auch mittlerweile als Zusatz von vielen anderen Produkten, die im Moment groß beworben werden. Das Wort Goji-Beere scheint was zu sein, was auch wie das Wort Moringa oder andere Worte im Gesundheitsbereich einen Klang haben. Aber wirklich rein und natürlich sind sie im Prinzip so in der Größenordnung. Und da sind jetzt drin wie viele? Das sind jetzt 500 Gramm oder gibt es auch kleiner, 250 Gramm zum Beispiel. Oder hier drüben haben Goji-Direkt-Saft, haben die Goji-Beeren direkt gepresst zum Beispiel, ohne Zusätze. Der, was lieber die Goji-Beeren flüssig zum Frühstück haben möchte. Ah, das ist natürlich auch toll. Ja, jetzt sehe ich da etwas, was ich kenne. Übrigens, mein Lieblingssaft hat er auch dabei, steht hier. Mangostan, gut gegen Entzündungen zum Beispiel. Und schmeckt irre gut. Ja. Also Mangostan ist ja für mich so eine Königsfrucht. Erstens mal ist er ganz toll, natürlich, wenn ich sie frisch kriege, dann hole ich mir die, ist nur nicht immer oft zu haben und ist auch nicht billig, muss ich sagen. Ich glaube, 5 Franken kostet so ein Ding, wenn man das im Delikatessladen kauft. Aber es ist ein Erlebnis, die aufzumachen. Erst muss ich mal Lehrgang machen, wie man die überhaupt öffnet, weil sie ist sehr hart und man muss sie auf bestimmte Weise öffnen und dann so die rote Schale runter machen. Aber diese Frucht, so was Süßes, so was Tolles und wirklich richtig gesund, gibt es ein ganzes Buch auch drüber, allein über Mangostan. Jetzt haben wir ja da noch mehr Goji-Bärensaft, war das eine? Was hast du denn da noch? Den Acai-Püresaft, das ist auch direkt gepresst, wird nur in einer kleinen Flasche angeboten, weil er sehr verderblich ist. Also innerhalb von 14 Tagen sollte man verzehrt werden.
Darum ist nur eine Halbliter Flasche. Das ist die kleine genau, hier. Die kleine, ja. Und wie der Mangostan sind so Säfte, wo man relativ rasch verbrauchen sollte, wenn sie aufgemacht sind. Ja. Und die drei großen daneben? Dann haben wir den Aronia-Saft, auch direkt gepresst, auch Bio-Qualität. Welcher? Aronia-Saft. Aronia, was ist Aronia? Das ist die Vitalbeere, auch gesagt. Das ist so, eine schmeckt so ziemlich fruchtigen, herben Nachgeschmack. Mhm. Ist auch gut fürs Immunsystem. Also man sagt ja auch viel nach. Sei auch eine Wunderbeere, so wie die Goji-Beere. Also ist mittlerweile, wenn du der Hausfrau sagst, Aronia-Beeren oder Goji-Beeren, kennen viele Leute mittlerweile. Okay. Ist mittlerweile so ein Und was haben wir daneben noch? Dann haben wir Noni-Saft, das ist aus den Philippinen und der Südsee, je nachdem, woher das du kriegst. Ich habe jetzt aus der Südsee. Mhm. Ist auch gut für einen Entschlackungskur zu machen oder zum Unterstützen. Einfach. Das habe ich schon mal gehört, war ja vor Jahren auch so ein Hype. Noni, gab es ja ganze Vertriebe, die nur Noni, Noni, Noni gemacht haben. Und wie prüfst du denn zum Beispiel die Qualität des Produktes? Gibt es da gewisse Richtlinien? Achtest du da auf gewisse Dinge oder gewisse Bezugsquellen? Also ich habe eigentlich sehr gute Bio-Lieferanten, wo ich einfach, ja, ich kann es auch nicht hinfliegen und nachkontrollieren. Also ich prüfe das Produkt, wenn ich es kriege, mache ich einen Geschmackstest. Wenn es mir nicht schmeckt, dann schmeckt es den anderen Leuten auch nicht, sage ich immer. Ja. Und das ist mir das Hauptkriterium, was mir schmeckt, kann ich auch verkaufen. Und dann schaue ich auch möglichst dann halt, dass ein Bio-Zertifikat dahinter ist. Also ich kenne den Hersteller, wo ich wirklich weiß, dahinter kann ich stehen, hinter dem Produkt. Und da geht es mit rechten Dingen zu. Ja. Weil was mich auch ziemlich stresst immer ist, wenn man dann hört, dass unter dem Bio-Label irgendwelcher Mist verkauft wird, nur um mehr Geld damit zu verdienen. Oder dass mittlerweile aus manchen Ländern Bio und Normalware gar nicht getrennt wird, außer man macht da einen Zettel Bio drauf und da bleibt es nicht drauf. Und dann kostet das eine 30-40% mehr wie das andere. Also da sage ich immer den Kunden, Vertrauen zum Lieferanten ist auch so eine Sache. Natürlich gibt es die, für die geht Geld über alles und da wird nicht so genau hingeschaut, Hauptsache es wird verkauft. Andere gibt es, so wie der Christoph, die achten auf eine hohe Produktqualität, weil sie einfach mit ihrem Namen dahinter stehen und sie wissen selbst, haben es gehört, dass er eine schlimme Nickelallergie hatte. Wenn man selbst mal betroffen ist, dann hat man eine ganz andere Einstellung zu seiner Gesundheit und achtet natürlich auch viel mehr drauf. Dann wollen wir es noch beenden. Was ist das Am Schluss haben wir noch den Granatapfelsaft. Hat sehr viele Vitamine und Enzyme drin. Ist auch sehr lecker, vor allem im Sommer. Also Erfrischungsgetränk, wenn man es bis mit Wasser verdünnt, ist es auch sehr lecker. Perfekt. Granatapfel ist auch einer meiner Lieblingsthemen. Ne? Da gibt es wirklich, also ganz, ganz toll. Granatapfel ist wirklich eine tolle Geschichte. Da oben die ganzen Gummibärchen. Und jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt nicht nur die Buddhas, sondern es gibt noch viele andere. Wie bist du überhaupt so auf das? Ich weiß ja, es gibt es auch so groß. Ne? Es gibt auch in Familienpackung 500 Gramm. Die sind, wie gesagt, auch sehr gefährlich. Entstanden ist auch das Ganze, dass zuerst Buddha-Bärchen entstanden ist, eine Geschenkspackung. Ich kann es mal zeigen hier. Da haben wir hier einfach die kleine Packung mit dem Weisheitsspruch drin. Wie gesagt, optimal zu verschenken. Und von dem her sind natürlich weiterhin die anderen auch Buddha-Bärchen. Das haben wir auch, das Dekor hat das Beispiel geändert. Eben das gibt es nicht mehr. Das Berner-Bärchen ist exklusiv für die Schweiz eigentlich für hergestellt worden. Das Berner-Bärchen. Ah ja, Bern hat ja einen Bären in seinem Wappen. Die brauchen auch ein Berner-Bärchen, ja. Genau. Und dann eben für Weihnachten hat es eine Weihnachtskollektion gegeben. Sind sie ein bisschen ausgegangen. Sind gedacht, für Weihnachten müssen sie halt Zipfelmütze aufziehen. Und von dem her, oder neu, was reingekommen sind, die Schwabenbärchen, Schaffe, Schaffe, Päusle machen. Das ist auch ein sehr gutes Mitbringsel, wenn man auf Besuch ist. Also witzig, wirklich sehr kreativ da, die junge Truppe aus Berlin. Und vor allen Dingen, was mich fasziniert, sie machen etwas, was man ohne Bedenken dem Kind geben kann. Und wie gesagt, es macht nicht die Masse. Kein Mensch muss eine Tüte Gummibärchen essen oder eine ganze Tafel Schokolade. Im Gegenteil, wenn ihr Körper so nach Süß und Zucker schreit, ist es das beste Zeichen für einen Mineralstoffmangel. Oder sie schauen sich es anders an. Kinder, die in ihrem Kinderzimmer auf dem Tisch bereits eine ganze Schale mit irgendwelchen Süßigkeiten stehen haben, die sind alle immer gleich aus. Wissen Sie wie? Blass. Warum? Weil der viele Zucker einfach viel, viel Power aus dem Körper zieht und dann sind die nicht leistungsfähig, zappelig und man vermutet sogar, dass zu viel Zuckerkonsum dieses Zappel-Philipps-Syndrom, dieses ADHS verstärkt. Also achten Sie darauf, wenn Sie Kinder haben, wenig Süßes und dann gutes Süßes. Ich stelle das wieder hin.
die ganze Range hast du natürlich jetzt können nur so einen Teil mitbringen von dem, was der ganze Shop hergibt. Unter diesen 450 Produkten, was wäre noch erwähnenswert, was wir natürlich jetzt hier alles nicht zeigen können? Was wir hier nicht zeigen können, ist natürlich die, wie gesagt, die Vielfalt an nativen Ölen, frisch gepresst ab der Ölmühle, was natürlich sehr lecker ist. Auf dem her kann man natürlich. Also es gibt nicht nur dieses Leindotter-Öl? Nein, es ist nicht. Es gibt von. Soll ich anfangen? Es gibt so viele Öle. Es gibt vom Mohnöl über das Hanföl. Moringaöl. Moringaöl natürlich. Und Leinöl, genau. Es gibt sehr viele gesunde Nativöle. Oder klassische Sonnenblumenöl oder Rapsöl habe ich natürlich auch im Sortiment, was nicht fehlen darf für den Haushalt. Und da auch beste Herstellungsform, so frisch ist alles, wie möglich gesagt, verarbeiten? Frisch bestellt an Mühle. Also ich schaue immer, dass es frisch beim Kunden ankommt. Ich habe meistens von Ölen her habe ich einen kleinen Lagerbestand. Es kann sein, dass die Öle mal 2-3 Tage Lieferfrist haben. Dafür sind sie frisch ab Presse. Das ist auch ganz wichtig, dass sie so frisch wie möglich sind. Gerade beim Leinöl sagt man ja, ja, je älter es wird, desto mehr verliert es an Wirkung. Also wenn ein Leinöl ein halbes Jahr im Schrank steht, sagen sie, schmeißen sie es am besten weg. Dann das macht keinen Sinn. Schon wegschmeißen. Bitte? Musst du vorher schon wegschmeißen, wenn es ranzig ist. Wenn du frisches hast. Ah, okay. Wieder was gelernt. Und was auch im Moment in vieler Munde ist, höre ich immer wieder, das Thema Kokos. Jetzt habe ich hier ein Kokosfett, kann ich so sagen? Nativ gepresstes Kokosfett, ja. Zeige ich Ihnen mal, liebe Zuschauer, auf die Art oder für den großen Haushalt gibt es das natürlich auch so. Früher wusste ich noch, meine Großmutter hat mit Butter gebraten oder mit Sonnenblumenöl, kann ich mich erinnern. Warum Kokos? Wo ist der Unterschied zu den Dingen, die wir so kennen, Butter oder Sonnenblumenöl oder irgendwelche schon zum Braten vorgegebenen Margarinen oder irgendwas? Was macht das so besonders und was ist der Vorteil, wenn ich mit Kokosfett brate? Also Kokosfett kannst du mal sehr heiß erhitzen, also dem her schadet nicht. Du kannst es auch sehr gut kalt essen, sage ich, sehr lecker, wenn du eine Stulle machst, vor allem wenn du zum Beispiel das Moringa-Pulver und das Kokosfett machst, ist wirklich sehr guter Brotaufstrich, wenn du morgen irgendwas anderes haben willst. Und wie gesagt, du hast die Vielfalt vom Kokosnussfett, wo du natürlich unter anderem überall Kokosnuss einfügen kannst, asiatische Küche oder auch in die allgemeine Schweizer Küche, passt auch gut Kokosnussfett zum Anbraten. Mhm. Und dann hast du noch was mitgebracht. Das war für die Weihnachten, ja. Tolle Idee. Eine Geschenksidee haben wir hier. Ja. Verschiedene Kokosnussfette, zum Beispiel ein Curry-Kokosnuss oder ein süßes Kokosnussöl. Einfach etwas Süßes. Die sind hier auf so einem, ich darf es nochmal ja, sie sind auf so einem Karton eingepackt. Die sitzen hier drin, so, wenn das die Kamera mal versucht einzufangen. Und sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Kokosfette drin. Und es ist in netter Art und Weise verpackt. Für die Gourmets unter uns ist das natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk. Erstens mal mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sind diese Kokosfette angebracht und ist es, wie du gesagt hast, Brotaufstrich natürlich auch eine tolle Idee. Lecker, ja. Also Aperitif, wenn du Gäste hast, wenn du Besuch kommst, kannst du ein Kokosnussfett, wenn es gut ist, nativ, kannst du es roh essen, ohne Problem, schmeckt super lecker. Wieder was gelernt. So kann man auch, wie gesagt, auf gesunde Art und Weise und in einer Geschmacksvielfalt, die natürlich so ein Apero ausmacht oder so ein Empfang. Und man hat einmal was Besonderes. Finden Sie auch auf www.gereuterbeer.ch. Ein Punkt, dann hören wir es aber auf, sonst fallen die Zuschauer mir vom Sessel. Aber eines wollte ich auch noch ansprechen, was mich auch so fasziniert hat. Das Thema Wäsche waschen. Ich habe ja schon immer gesagt, wenn wir anfangen, unsere Ernährung so gut wie fremdstofffrei oder schadstofffrei oder synthetische Stoffe frei zu machen, dann kommt irgendwann dazu, was trinken wir? Sie kennen meine Faszination, klares Wasser ist mein Hauptgetränk. Dann gibt es hier eine Reihe von tollen Getränken, die uns unterstützen in Kräftigung, in Aufbau, teilweise auch im Wohlbefinden. Und jetzt haben wir einen weiteren Punkt, die Körperpflege, haben wir auch gehört, zum Beispiel Zahnpasta Moringa, Und Duschgel, Moringa, alle diese Dinge sind. Duschgel gibt es auch? Es gibt auch Duschgel, ja. Gibt auch ein Duschgel, genau. Zahnpasta, also ein Shampoo einfach oder ein Bodylotion. Genau, auch Bodylotion, Cremes und so weiter. Dann haben wir natürlich noch einen Punkt. Und zwar haben wir ja alle irgendwas an.
Und wenn das natürlich jetzt gewaschen wird und das saugt sich voll mit den Waschmitteln, schauen Sie auf die Rückseite Ihrer Waschmittel drauf, was da alles drin ist. Und da werden natürlich keine ätherischen Öle genommen, um irgendeinen Geruch hinzukriegen in Weichspülern. Müssen Sie auch mal drauf schauen, dann schauen Sie doch mal die Begriffe im Internet nach, was Sie da alles haben. Und dann sitzt es ja, auch Spülen und Schleudern hilft da nicht, in den Fasern drin. Das heißt, Sie ziehen morgens eine Unterwäsche an, Unterhemd, Unterhose oder die Frauen einen BH und plötzlich wundern sich Menschen, warum sie Allergien kriegen oder sich nicht mehr wohlfühlen. Weil die Haut ist das größte Organ, was der menschliche Körper hat. Und die tut nicht nur was abgeben, wenn sie schwitzen, nein, die atmet auch die Haut. Weil wenn sie ihre Haut komplett überlackieren würden, würden sie sterben. Ja, ist wusste so. Ich auch nicht, habe ich im James-Bond-Film mal gesehen. Und dann habe ich nachgeschaut, ist tatsächlich so, wenn man den ganzen Körper mit Farbe einsprühen, erstickt der Mensch letztendlich. Also. Kann er nicht mehr atmen, das ist ganz klar. Und so gibt es jetzt eine Alternative. Jetzt habe ich hier was in der Hand, sieht witzig aus und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt Musik machen können. Was ist das, Christoph, was ich hier in der Hand halte? Das ist auf Deutsch gesagt eine Waschkugel. Ist ein geschlossenes System, also du kannst sie nicht aufmachen, also von dem her... Es ist nicht zerstörbar, also wenn du Wäsche waschst, sie fällt nicht auseinander, also es kann nichts passieren. Was der Sinn und Zweck ist, sind da Keramikperlen drin mit Mikroorganismen, die aufgefüllt sind, wo das schlussendlich das Wasser wieder basisch machen und schlussendlich das basische Wasser trägt den Schmutz weg. Ich brauche kein zusätzliches Waschmittel? Du brauchst kein Waschmittel, du kannst einfach, wir empfehlen einfach das Sodasan Fleckensalz einfach hier, weil sonst, wenn du das Fleckensalz... Also wenn du starke verschmutzte Flecken hast, dann kannst du zum Beispiel mit der Gallenseife kannst du zum Beispiel die Ölflecken, wenn du hast, vorbehandeln. Gibst ein bisschen Fleckensalz dabei, dann hast du wirklich dann die Flecken weg. Mhm. Oder wenn du die weiße Wäsche hast, empfehlen wir einfach ein bisschen Fleckensalz und helles Bleichmittel dazu zu geben, weil sonst hast du irgendwann wieder schwarze Wäsche. Weil also du es hast bleicht keine Kommi. Und ist für extreme Flecken. Das tut man direkt in das Fach, wo das Waschpulver drin ist. Waschpulver rein, machst ein bisschen Esslöffel, je nachdem wie schon verschmutzte Wäsche du hast, machst einen Esslöffel, wenn du ein bisschen verschmutzte Wäsche hast und Alltagswäsche brauchst du wirklich nur die Waschkugel. Wichtig ist einfach, dass sie wieder ins Tageslicht machst nach dem Waschen, damit sie wieder aufgeladen wird. Aha. Das heißt, nicht aus der Waschmaschine raus, in der Waschküche in den Schrank packen, sondern immer nach dem Waschen ans Tageslicht, am besten ans Sonnenlicht, glaube ich natürlich. Das ist noch besser. Also wirklich, du kannst drei, vier Wäsche hintereinander machen. Einfach wichtig ist, wenn du fertig gewaschen hast am Abend, einfach die Waschkugel nehmen, wieder ins Tageslicht, hinter das Fenster machen, genügt schon. Den ganzen Tag, also drei, vier Stunden reichen auch schon. Aber den ganzen Tag, dann bist du auf der sicheren Quelle. Die Mikroorganismen sind wieder aufgeladen und sie können wieder schaffen. Also, liebe Zuhörer, ich habe jetzt das System noch nicht ausprobiert, aber ich habe auch Waschnüsse ausprobiert und es funktioniert und er hat recht. Es muss mal, gerade wenn man weiße Unterwäsche wäscht, auch immer wieder mal ein Bleichmittel mit rein. Das ist eins und es ist auch biologisch abbaubar. Ist alles biologisch angebaut. Welche Frage? Und jetzt habe ich hier noch was, denn natürlich ist es so, die Wäsche hat keinen Geruch mehr. Also das, was wir kennen, die Menschen sind ja verwöhnt. Und wenn wir uns über Jahrzehnte vom Weichspüler diese ganzen Düfte und der Schrank duftet und wie schön es hier duftet anschauen, ist es natürlich ein Problem. Und dazu hat er uns hier noch was mitgebracht. Ein kleines Fläschchen und da steht jetzt Grapefruit drauf. Das ist auch ein ätherisches Öl mit das Duftnote Grapefruit. Kannst du natürlich jedes andere, Lavendel oder Fichtennadel, was du auch gerne möchtest. Wichtig ist einfach, dass du ein naturreines ätherisches Öl nimmst, sonst hast du nachher Flecken auf der Wäsche einfach wieder. Mhm. Dann nützt das Ganze nichts. Und wie wird es angewendet beim Waschen? Machst du einfach drei, vier Tropfen, je nach Duftnote, in separat, also in sauberen Lappen, wo du mitwäschst. Also in die Maschine rein, machst du einfach einen sauberen Lappen, die Öltropfen rauf, dass es schön im Waschgang verteilt wird, der Geschmack. Ah, und dann riecht danach die Wäsche. Das schmeckt wunderbar, wahlweise nach Grapefruit oder Zitrone oder Zitronelle oder Ilang, was du gerne. Oder Rosen, wenn du gerne Rosen schmücken müsstest, morgen deine Freundin nachher sagt, du duftest heute gut. Rosen brauche ich dann nicht kaufen, habe ich den Duft gleich mit drin, das lohnt sich auch ja, noch mal. Auf jeden Fall, ja. Sie sehen, liebe Zuschauer, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten heute. Man muss sich nur etwas kundig machen und ich sage immer Augen und Ohren auf und dann zu schauen, wie kann ich meine Ernährung, meine Körperpflege, das Thema des Wäschewaschens und so, wie kann ich das so weit in den Griff kriegen,
Dann geht es natürlich über Fasern. Sie sehen schon, ich trage fast nur Jeans, weil sie aus Baumwolle sind. Sie werden mit Waschnüssen gewaschen. Meine Socken sind aus Bambus, meine Unterhemden auch. Manchmal Leinen. Leinen ist auch ein ganz toller Stoff. Also ich verzichte auf dieses synthetische Thema auch komplett. Und wie gesagt, ich fühle mich einfach wohl, weil ich bin ja auch nicht synthetisch, sondern humanoid. Und aus dem Grund verstehe ich nicht, warum wir uns ständig synthetisch und künstliche Stoffe umhängen. Jetzt kommen wir nochmal auf einen anderen Punkt. Kann ich eigentlich nicht nur, unsere Zuschauer haben ja vielmals das Problem, dass sie kein Internet haben. Mhm. Wenn ich jetzt sage, Mensch, kann ich nicht zum Kräuterbär hinkommen und kann das dort auch gleich kaufen? Das können Sie selbstverständlich. Jeden Mittwochmorgen ist von 7:30 bis 10 Uhr morgens der Shop geöffnet. Wenn jemand außerhalb der Öffnungszeiten vorbeikommen will, soll er mich anrufen, ob ich zu Hause bin. Wenn ich da im Geschäft bin, bin ich gerne für den Kunden da. Und sonst bin ich auch viel mit Kunden unterwegs, also wirklich auf die festen Öffnungszeiten, Mittwochmorgen 7:30 bis 10 Uhr. Oder nach Vereinbarung. Oder nach Vereinbarung, da bin ich jederzeit, wenn ich da bin. Genau. Adresse sagen wir vielleicht noch, wo müssen die Leute dann hinkommen? Das wäre in Mumpf, das ist im schönen Aargau, bei Rheinfelden. Das wäre der Rheinweg 5, ein wunderschönes Fabrikgebäude. Ist direkt am Rhein, wunderbarer Ausflug. Oh, nochmal von vorne, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ist so gut. Dankeschön. Ermahnung von der Regie, ich soll auf mein Mikrofon aufpassen. Aber kommt vor, aber ist gut. Wir sind verstanden. Kripsel. Und die Zuschauer hören dann dieses Nebengeräusch. Ja. Also in Mumpf, das ist im Aargau, sagst du? Zwischen Zürich und Basel an der Autobahn. Rheinstraße? Rheinweg 5. Rheinweg, klingt so, als wäre es am Rhein. Ist direkt am Rhein, direkt eine kleine Nebenstraße am Rhein. Wunderschön zu Fuß, wenn man einen Ausflug machen will nach Rheinfelden, ins Soluno zum Beispiel, ins Tote Meer, wunderbares Erlebnis. Dann kann man auch noch ein bisschen spazieren gehen. Spazieren gehen oder vorher einkaufen und nachher spazieren gehen, wunderbare Idee. Mittwochmorgen von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr? 7.30 Uhr bis 10 Uhr. Boah, das ist Schweizer Zeit, 7.30 Uhr, okay, 7.30 Uhr bis 10 Uhr können Sie in Mumpf bei Kräuterbär die Produkte gleich erwerben vor Ort. Natürlich schickt es auch gerne zu, wenn Sie nicht mehr so gut zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs sind, haben Sie die Telefonnummer, um sich zu erkundigen oder Sie vereinbaren einfach einen Termin. Lohnen tut es sich allemal. Aber jetzt habe ich auch vorhin darüber gesprochen, dass ich dich nicht nur kenne durch das Thema der Produkte, sondern Messen ist ja auch so ein Thema, wo du in der Schweiz präsent bist. Gibt es dieses Jahr noch eine Messe, wo man dich auch persönlich antreffen kann? Dieses Jahr ist nur noch Ende November an der Spirit Life in Bern. Das wäre eine Möglichkeit. Oder nächstes Jahr dann wieder eine Lebenskraft nehmen dir vielleicht. Sehen wir uns vielleicht wieder im Stand nebendran. Würde mich freuen. Also Spirit Life in Bern, ja. Ende November, da hast du einen Stand. Da kann man die ganzen Produkte auch gleich erwerben und natürlich sich von dir beraten lassen. Das auf jeden Fall. Oder man kann die Produkte vorbestellen und direkt an der Messe abholen. Dann habe ich sicher alles dabei. Oh, tolle Idee. Jetzt will ich noch nicht versäumen, leider können wir das Video nicht mehr zeigen, jetzt sind wir schon so fortgeschritten in der Zeit. Aber was ich Ihnen auf jeden Fall noch mal zeigen will, ist die Homepage. Die haben wir hier einmal eingeblendet. Wenn Sie auf www.kräuterbär.ch, aber das E nicht als E schreiben, sondern als AU gehen, dann kommen Sie auf diese Webseite. Da gibt es noch viele, viele Dinge. Wenn Sie jetzt da sehen, zum Beispiel hier auf der Frontseite, der Mokka Master Kaffeegeschmack mit Hochgenuss, geschwind zwei Worte, was ist da Besonderes dran? Das ist besonders, dass wir über 80 bis 90 Grad den Kaffee brühen und hat 8 verschiedene Brühstufen. Also das heißt, es kommt nicht nur ein Strahl, sondern es kommt wie in einer Duschbrause, kommt das schön in den Kaffee gebraut. Also das wäre für den tollen Moringa-Kaffee, zum Beispiel tollen Moringa-Kaffee, das wäre natürlich das Optimale, wer ein Kaffeeliebhaber ist, hat einen automatischen Kannenwärmer, mhm, wo automatisch reguliert, also wird nicht kein Kaffee mehr drin ist, so wird dann alles schwarz oder verbrannter Kaffee, sondern passt sich mit dem Gewicht schön an. Also eine intelligente Kaffeemaschine? Eine intelligente Kaffeemaschine, ja. Der Produkte und viele, viele andere, liebe Zuschauer, finden Sie auf der Website www.kräuterbär.ch. Dann bleibt mir bloß noch vielen herzlichen Dank zu sagen für die tollen Produkte, für die Vorstellung. Du musst es ja alles hier mit ins Studio bringen und aufbauen und so weiter. Aber wie gesagt, es ist sehr eindrücklich, wie gesagt, auch wenn man an deinem Stand ist, sehr eindrücklich, viele, viele tolle Sachen.
Und manchmal verstehe ich gar nicht, dass du eigentlich nicht überrannt wirst, weil ich habe, glaube ich, jetzt schon ungefähr 60 Sendungen gemacht zum Thema Gesundheit. Und die Menschen sehen mich, ich sitze jetzt 3 Jahre an dem Stuhl. Sie müssten eigentlich hingehen und sagen, wir müssen das Gleiche machen wie der. Der ist immer fit. Jeden Tag, wenn ich den sehe, ist er fit. Vielen Dank, Christoph. Gern geschehen. Spätestens bis zur Lebenskraft, da sehen wir uns wieder, sprechen werden wir uns öfter. Für Sie, liebe Zuschauer, Sie finden auch die Produkte unter dem www.timetodoshop.ch. Natürlich nicht alle. Wir wollen ja nicht das Lager von der Firma Kräuterbär übernehmen. Können wir auch gar nicht. Aber die Moringa-Produkte und die Gummibärchen und diese Biochips, das sind meine Lieblingsprodukte. Die habe ich mit reingenommen. Wenn Sie mehr aus dem Sortiment wollen, wie gesagt, gehen Sie direkt auf die Website. Oder Sie gehen, wenn Sie mehr Moringa-Produkte wollen, auf den Link, der auf unserer Webseite ist. Wenn Sie auf die timetodo.ch gehen, auf der rechten Seite finden Sie das. Und da können Sie auch vieles, vieles erfahren über Moringa. Ich glaube, es ist ein Film auch drauf, ne? Es ist ein Film drauf, Information. Also moringagarden.eu findet eigentlich alles, was wissenswert über Moringa leben muss. Finden wir alles, was drauf ist. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend, eine tolle Nacht und bleiben Sie gesund. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Vielen Dank und bis morgen. Timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berserie.